Hier eine Aufgabe aus der Trigonometrie. Mit welcher Geschwindigkeit drehen wir, also Belgien, mit der Erde um ihre Achse? Es lohnt sich, diese Aufgabe zu lösen, denn das Ergebnis ist erstaunlich. Wir modellieren diese Situation so: Die Erde ist eine perfekte Kugel mit Radius 6378 Kilometer und Belgien liegt im Breitengrad 50 Grad. Was wir suchen, ist die Geschwindigkeit von Belgien auf dieser kreisförmigen Laufbahn. Zuerst suchen wir den Radius von dieser kreisförmigen Laufbahn. Dazu konstruieren wir dieses rechtwinklige Dreieck. Die eine Kathete heißt klein r, das ist die, die wir suchen. Die Hypotenuse, das ist der Radius der Erde, der hier angegeben wird. Und dieser Winkel da, das ist genau der Breitengrad für Belgien, also 50 Grad, denn diese zwei Winkel sind innere Wechselwinkel. Jetzt können wir in diesem rechtwinkligen Dreieck arbeiten, denn wir kennen die Hypotenuse und wir suchen diese Kathete, die an diesem Spitzenwinkel anliegt. Anliegender Winkel, also anliegende Kathete und Hypotenuse. Deswegen arbeiten wir mit dem Cosinus. Der Cosinus von diesem Spitzenwinkel 50 Grad ist gleich zur Ankathete geteilt durch die Hypotenuse. Also der Cosinus von 50 Grad ist gleich zu klein r geteilt durch groß r. Und daraus schließen wir, dass klein r gleich ist zu groß r mal Cosinus von 50 Grad. Der kleine Radius, den wir suchen, ist also zu bestimmen durch den großen Radius 6378 Kilometer mal Cosinus von 50 Grad. Wir geben dem Taschenrechner diese Rechnung ein. 6378 mal Cosinus von 50 Grad. Wir achten natürlich immer darauf, dass der Taschenrechner auf Grad eingestellt ist. Ist er? Wir schließen die Klammer, klicken auf Enter und haben hier sofort das Maß von diesem kleinen Radius in Kilometer ausgedrückt. Also übertragen wir diese Antwort nach hier und somit haben wir klein r bestimmt. Da wir diesen Radius klein r nun kennen, können wir auch die Länge von dieser kreisförmigen Laufbahn von Belgien bestimmen. Das ist ja dann der Umfang von diesem Kreis, also 2 mal Pi mal klein r. Und die Geschwindigkeit von Belgien ist ganz einfach diese zurückgelegte Länge geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Und die Erde dreht einmal um ihre Achse innerhalb von 24 Stunden. Also ist die gefragte Geschwindigkeit v gleich zu Länge der Kreislinie, also 2 mal Pi mal r, geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Das heißt hier 2 mal Pi mal dieses klein r, das wir gerade gefunden haben, geteilt durch 24. Auch diese Rechnung geben wir dem Taschenrechner ein und der Taschenrechner findet dann als verblüffendes Ergebnis unsere Geschwindigkeit um die Erdachse überschreitet 1000 Kilometer pro Stunde. Wir düsen also mit einer Geschwindigkeit von 1073,30 Kilometer pro Stunde um die Erdachse. Die Geschwindigkeit der Erde auf ihrer Laufbahn um die Sonne ist noch viel unglaublicher. Sie beträgt ungefähr 107.000 Kilometer pro Stunde. Das ist unvorstellbar.